finde es sehr schön. Die Aussicht ist schön. Ich glaube, in der Welt gibt es sonst nie eine solche Alpen. Lettland ist alles flach. Aber manchmal habe ich flach lieber, da siehst du alles. Also hier weisst du halt nie, was hinter den Bergen ist. Hallo, ich bin Oskar Slopinski, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme von Riga, Lettland, bin dort auch geboren. Ich bin seit 15 hier auf Langnau gekommen und spiele bei den Tigers. Hockey ist für mich Emotionen. Du bist traurig, happy, alles. In Fans reinsäcken, Wellen machen oder was auch immer. Das kannst du nie um Geld, mit dem Geld machen. Leute immer sagen, Hockey ist ein Job. Das ist ein Job. Ich habe das nicht gerne. Hockey ist für mich ein Hobby. Ich würde wahrscheinlich, wenn es nicht Geld geben würde, würde ich wahrscheinlich sowieso spielen. Die Ilfis Halle zu Langnau, das Zuhause von den SCL Tigers. Und mittlerweile auch das Zuhause von Oskar Slapinskis. In den letzten 5 Jahren, seit er da ist, hat sich viel verändert. Der Oski, wie sie ihn hier alle nennen, hat es dank harter Arbeit vom Junior in die erste Mannschaft geschafft, hat einen Profivertrag bekommen. Ja, nicht gerne so Komfortzone. Wenn ich fühle, dass ich in die Komfortzone komme, dann kommt es bei mir schnell so ein Schalter. Man sagt, jetzt ist es nicht gut. Du musst ein bisschen anstrengen. Ja. Ich will immer das Beste haben. Ist das Beziehung mit jemandem, ist das Hockey, ist das was auch immer. Der 20-Jährige ist einer, der für ein Ziel unermüdlich rackern kann. Und das braucht es auch, wenn er seine Träume erreichen will. Was heißt Träume? Ich wollte gerade sagen, so ein Strand legen, aber dann denke ich wieder, ich muss ein bisschen anstrengen. Zu lange Strand legen ist nicht so etwas, aber ja, eben mal über See gehen. Ja. Aber das ist noch ein langer Weg, das ist hart und lange. Das geht nicht so schnell. Und dann muss man wahrscheinlich mich noch mehr anstrengen, dass ich das schaffe. Der Sprung von Schweiz nach Übersee, also in die NHL, will der Oski in Zukunft also einmal schaffen. In der Gegenwart und bei den SCL Tigers fühlt sich der gebürtige Lett aber pudelwohl. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin fast wie gemacht für Schweiz. Ja, einfach gut hier. Ich bin ein Mensch, der könnte jeden Ort gut anpassen. Wie ein Chamäleon. Ja, ich bin halt ein positiver Mensch. Ich komme rein und ich lache gerne. Ich stehe alles gerne aus. Und ich will auch immer, dass es im Team gut ist. Ich habe halt gelernt, immer nach guten Zeiten, irgendwann kommt etwas Schlechtes. Geht auf und ab, auf und ab. In die Mannschaft ist der Oski gut integriert, obwohl er noch nicht so lange dabei ist. Sich voll in Dienst vor Mannschaft stellen und gleichwohl selber auch zu sich schauen, so interpretiert er seine Aufgabe. Man muss Ziele setzen, man muss darüber träumen. Das ist, wenn du nicht daran glaubst, bringt es nichts. Das ist überall im Leben so. Ich glaube, Glück gehört auch dazu. Und halt Gesundheit, sicher gute Leute herum. Das Wichtigste ist einfach mit mir selber arbeiten, schauen, dass ich überall dabei bin und mitmachen und wenn es braucht, mehr machen. An sich selber arbeiten, mehr machen. Oskar sein Rezept zum Vorwärtskommen. Unter den Augen des MySports-Experten Ueli Schwarz ist er beim Training voll mit dabei. Und eben, nur hohe Ziele bringen einem weiter. Darum will er auch mit den Tigers noch viel erreichen. Playoffs. Erst Playoffs und dann Meister. Kleine Schritte. Nach Playoffs kann man vielleicht Meister werden. Das ist ja auch nicht fertig. Jetzt müssen wir auf Match schauen. Obwohl er noch ein Grünschnabel ist, weiss der Oskars genau, dass es in einer Mannschaft jeden Einzelnen braucht für einen Erfolg. Egal wie er spielt, er will immer nur eins. Team helfen. Ist es ein Blockshot? Ist es
Goal schiessen, ist es Backcheck machen, ist es, keine Ahnung, jemandem mal auf die Schulter klopfen und sagen etwas Gutes. Eigentlich alles. Seine beste Leistung abrufen. Das kann der Oski nur, wenn er sich selber ist. Ich probiere schon ganz normal zu sein. Und dann fühle ich mich auch am wohlsten und dann spiele ich auch am besten. Ich habe schon grosse Klappe, manchmal schon das sagen. Viel vom Team. Hey, weißt du, ich mache schon. Letztes Jahr bin ich Ecke gehockt, bin so und nichts gesagt. Dann habe ich auch nicht gut gespielt. Aber Kiel macht es gut. Manchmal sagen sie etwas, aber das gehört dazu und mit dem kann ich umgehen. Als Rookie hat es der Oski nicht nur einfach. Man muss sich seinen Platz erkämpfen und man hat spezielle Aufgaben. Ich glaube, wir sind mehrere Junge. Wir haben schon irgendwie die Stöcke einpacken in die Kar und vielleicht eben die Scheiben zusammenlassen nach dem Training. Das ist für selbstverständlich. Ja, man muss halt eigenen Respekt halt auch behalten. Du darfst schon nicht das eine mit dir mit dem Fuß drauf geht und er wirst du am Boden sein. Einfach machen, so dass die anderen ein bisschen Respekt vor dir haben. Aber auch nicht zu viel. Als Junge musst du ein bisschen aufpassen für den Mann. Aber das ist halt ein Prozess. Ja, genau. Der Oskar Slapinski, er hat sich im Laufe der letzten und der laufenden Saison in der ersten Mannschaft festgebissen. Ein junger Spieler mit einer Schweizer Lizenz, das geht nach unserem Reglement. Einerseits für die, die an der Grenze aufwachsen. Aber viel auffallender ist, dass ganz viele Osteuropäer und vor allem Letten den Weg einschlagen, so wie der Oskar Slapinski. Warum dass das so ist, das haben wir mal den lettischen Nationaltrainer, der Haris Vitolins, gefragt. Schweiz ist ein tolles Land zum Eishockeyspielen. Da sind sehr gute Eishockey-Ausbildungen auf jeder Stufe. Zweitens ist zusätzlich kann so mindestens ein oder zwei Sprachen lernen. Schulbildung ist sehr gut. Und wenn du frühzeitig bist in der Schweiz, ja, früher war es so, bekommst du eine Schweizer Lizenz, Schweizer Spielerlizenz. Was bringt dir Möglichkeit, sofort nach Junioren-Eishockey in den Profibereich zu gehen? Ja, ich denke, das ist der Grund, warum junge Letten sehr früh versucht, in die Schweiz zu gehen. Ja, eine der Motivationen ist also sicher die Aussicht auf eine sogenannte Schweizer Lizenz. Wie das reglementarisch möglich ist, das erklärt uns der Lizenzchef vom Schweizerischen Eishockeyverband, der Patrick Droh. Grundsätzlich gibt es vier Kriterien, die zu erfüllen sind, damit man den Status wie Schweizer bekommt. Kriterium 1, man muss mindestens während 5 Saisons am Schweizer Nachwuchsspielbetrieb teilgenommen haben. Kriterium 2, man muss mindestens 10 Meisterschaftsspiele pro Saison im Nachwuchs absolvieren. Kriterium 3, man muss in der jeweiligen Saison bis spätestens am 15. September bei Swiss Eishockey registriert werden. Und Kriterium 4, man muss die ganze Saison in der Schweiz spielen. Das heisst, es geht nicht, dass man die Saison da anfängt und dann nach 10 absolvierten Meisterschaftsspielen im Nachwuchs findet, so, ich habe erfüllt, ich kann jetzt wieder zurück in mein Heimatland. Ja, da sitzen wir jetzt mit dem Oskar Slapinski, der seit 16, 17 in der Schweiz ist, Sprung zum Profi geschafft hat. Hier in dieser Garderobe, in der ersten Mannschaft der Tigers daheim. Die Chance, in der Schweizer höchsten Liga mit der Schweizer Lizenz zu spielen, ist das der Hauptgrund gewesen, warum du hier in die Schweiz kam? Ja, das war schon lange her. Das ist, was ich, das ist fast 6-7 Jahre. Ich glaube, dann habe ich noch nicht so überlegt, habe auch nicht so gewusst, richtig, was die Schweizer Lizenz ist. Das hat man nur gehört. Aber das hat es mehrere Gründe gegeben. Was waren denn die Gründe? Sicher, die Niveau hier, das ist halt anders. Man hat hier vor allem die Nachwuchspyramide. Was hat man nicht? Und ja, das war halt wichtig. Und sicher auch Schule. Und ja, und ich war auch nicht so weit von daheim. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. 2016
bist du 14-jährig gewesen. Das ist enorm früh, für zu sagen, ich verlasse meine Heimat, ich gehe Richtung Westen, in ein Land, das du bis dahin nicht gekannt hast. Und einer, der da wesentliche Rolle gespielt hat, ist der Geschäftsführer der Young Tigers, der Jörg Eschbach. Und ich habe einmal gefragt, wie das überhaupt passiert ist. Dann wollen wir einmal reinhören, was er uns zu sagen hatte. Im Sommer 16 habe ich ein E-Mail bekommen von Oskars, dass er gerne in die Schweiz kommen möchte, ein Probetraining machen. Ich habe seinen Lebenslauf angeschaut und gesagt, ja, sofort komm. Er ist dann via Mailand mit einem Mietauto von Mailand nach Langnau gekommen, für mit der U15 dann ins Trainingslager eine Woche. Und im Heimgehen wollte er dann auf Lugano, weil das sind die beiden Clubs, die er kennt. Vermutlich, weil der Budenovs hier im Goal war, der Merzlikins in Lugano. Und ja, als er dann da war, im ersten Training, nach 5 Minuten, habe ich noch eingenommen und ihm gesagt, hier gehst du nie mehr heim. Und so ist es gekommen, dass er dann gar nicht mehr nach Lugano ist, sondern gerade in Langnau ist geblieben. Ja, 14-jährig, du hockst am Computer, schreibst ein E-Mail. Ich wollte immer irgendwo weg, wollen, Kanada, Amerika, ja, immer an dem geträumt. Ja, das ist dann schnell passiert. Ich bin hier 2 Wochen trainieren, dann bin ich heim. Dann hat meine Mutter gesagt, dass ich packe Sachen. Für Vater war es okay, aber Mutter hat, ich glaube, sie hat schon noch eine lange Zeit gehabt. Er sagt, ja, ihr seid mit einem Mietauto von Mailand. Kannst du ja noch nicht ein Auto fahren können. Haben die Eltern begleitet? Ja, mein Vater ist dann gekommen. Und Vater hat unbedingt wollen, dass ich da bleibe. Aha. Das haben wir hier besprochen. Und dann sind wir heim und haben meine Mutter gesagt, nach 1 Woche gehe ich wieder zurück. Ihr müsst die Mutter überzeugen zuerst. Ja. Das war ein harter Job. Ja, das war schon nicht so einfach. Er sagt hier, du hattest das Ziel, auf Langnau zu kommen und dann noch auf Lugano zu gehen. Aber du sagst, nein, du seist gerade hier geblieben. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie war das? Ja, es hat eigentlich hier mir von Anfang an gefallen. Also, man hat halt dann noch gewusst, woher und so. Und ich hatte dann mit am Anfang Kontakt mit Thomas Andersson. Und er hat uns angewiesen zu Ivars. Und er hat uns gesagt, dass wir so eben mehr geschrieben und jetzt alles gefallen. Alles kleine Stadt, ein schönes Stadion und da hat man gesagt, also, da bleibe ich da. Lass uns mal ein über die ersten Tage reden, wo du in diesem Langnau warst, weit weg von daheim. Du hast ein Ziel, eine Vision. Du hast gewusst, die Mutter hat nicht Freude, du hast gewusst, der Vater hat Freude. Und jetzt bist du plötzlich hier alleine. Ich war zum Glück hier wegen mit der Wegenmutter. Und dann waren wir 8 Jahre. Es war alles neu. Es war Sprache neu, Kultur neu. Und ja, es war sicher ein Schock. So, vor allem Sprache war das grösste Problem. Ja, dann eben Englisch können nur, Englisch, Lettisch. Und dann hat halt hier in eurer Schule, wenn ich in 8. Klasse war, niemand wirklich Englisch geredet. Vielleicht Lehrer, aber die auch nicht unbedingt wollen. Die wollen, dass ich Deutsch rede. Und dann habe ich Deutsch reden. Und das habe ich ziemlich schnell geredet, wenn ich auch damit Leute Kontakt aufbauen. Wenn man muss, dann tut man eben und lernt etwas dabei. Der Eschbach hat auch über die Zeit geredet. Hören wir ihm noch einmal zu. Ich war nicht einfach am Anfang, vor allem sprachlich. Er hat, neben der Muttersprache konnte er Russisch können und ein bisschen Englisch. Aber die Integration in der Mannschaft war auch sehr gut. Wir haben ihn dort hergesetzt, neben denen, die Englisch können in diesem Alter. Und es ist dann sehr schnell gegangen, sprachlich. Eigentlich nach 3 Monaten hat er eigentlich mit den meisten Berndeutsch geredet. In der Schule hatte er eine super Betreuung, seine Klassenlehrerin, Frau Reif, die neben der Sprachintegration einfach auch sonst gut zu ihm geschaut hat. Gewohnt hat er mit den Nachwuchsspielern zusammen in der WG, in unserer Spieler-WG. Und so war er eigentlich super integriert. Das deckt sich ein mit dem, was du uns gesagt hast, jetzt erwähnt er aber noch die Frau Reif, die Klassenlehrerin, wo er das Gefühl hat, sie war ganz wichtig für dich. Ja, es ist, sie hat es mir ein bisschen. Ich musste mich ein bisschen anstrengen wegen sie. Und ich das auch, am Schluss habe ich das gut gefunden. Am Anfang war ich nicht so zufrieden. Ich dachte, ja, ich bin da 3-4 Monate, gebt mir ein bisschen Zeit. Ich kann nicht so schnell
Sprachgradlehre, aber dann sind die Tests gekommen, schon auf Deutsch, und ich alles musste auf Deutsch schreiben. Aber dafür konnte ich halt mich gut hier integrieren, und das hat sicher mir vieles geholfen. Ich stelle mir das mega schwierig vor, einfach so in eine neue Welt reinzutauchen. Sag mal, wie hart war die Zeit wirklich für dich? Ja, am Anfang ist gar nicht so hart, weil sie immer Eltern besuchen, auch jede drei Monate, zwei Monate Geschwister kamen. Nerven hat es ein bisschen geklickt, war die Corona-Zeit. Denn wenn 9 Monate bin ich da gsi und ich konnte die Eltern hier nicht her können wegen Quarantäne, ich konnte nicht rüber. Und dann war so die Zeit, wenn ich ein bisschen hat man wirklich daheim vermisst. Hast du mal an das Aufgeben gedacht? Sicher. Ich glaube, wir haben immer so sicher Gedanken, auch im Hockey. Aber ich hatte immer das Ziel. Ich wollte eigentlich immer Hockey spielen. Und man denkt immer, was würde sein, wenn ich daheim sein würde. Was würde ich denn machen? Aber ich bin jetzt, wo ich bin, und ich bin sehr zufrieden mit allem. Es braucht rechten Mut. Ja. Ich habe Jürgen Eschbach auch noch gefragt, wie er das erlebt hat. So ein bisschen deine ganze Mentalität und deine Ziele. Und lassen wir da noch einmal schnell rein. Ja, man hat sofort gemerkt, warum er in die Schweiz kommt. Er hat ein Ziel gehabt, er wollte Hockey-Profi werden. Er hat immer 100% gegeben, vom ersten Tag an bis heute. Er hat auf viel verzichtet. Für ihn hat es Hockey gegeben und seine KV-Ausbildung. Das hat er beides eigentlich erreicht. Profivertrag plus CFZ im Kaufmännischen. Er hat sich wenig ablenken durch Nebenschauplätze, die mit dem Alter hat, Verlockungen. Und er hat das Vollgas durchgezogen und wird heute belohnt durch das. Ja, schön, so etwas zu hören. Schön, oder? Ja. Du hast wie 3 Ziele gehabt. Hockey-Profi werden. Heute sitzen wir hier. Das ist für das erste Mal geschafft. Aber du hast dich müssen integrieren, du hast dich wollen integrieren. Ja. Wie wir das Interview auf Berndeutsch führen können, ist super. Und du hast sogar noch auf eine duale Karriere gesetzt, also hast noch einen Berufsabschluss gemacht. Das braucht recht Biss und braucht recht viel Durchhaltevermögen, und da kannst du wirklich stolz sein. Jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen aufs Hockey reden. Ja. Wenn jetzt du dich müsstest als Hockeyspieler beschreiben und so etwas sagen, meine 2-3 besten Punkte als Hockeyspieler. Was würdest du nennen? Sicher Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist meine wahrscheinlich die grösste Stärke. Das ist schnell, aber das ist auch glaub, die Sache, warum ich hier in der Garderobe sein kann. Wieso kann ich hier mit so guten Spielern zusammenspielen? Da denke ich auch, wie ich kämpfe. Ich gebe auch immer 100%, ich will immer gewinnen. Ich will manchmal mit jemandem viel ein bisschen Trash-Talk haben, mit jemandem ein bisschen Fuss verteilen. Aber ja, ich glaube, das sind so zwei grösste, wie soll man sagen, Stärken. Ja. Ja. Genau. Ich habe heute Morgen mit dem Harry Pesonen noch ein bisschen geredet. Du spielst im Moment in der ersten Linie. Ja. Mit einem Weltklassenmann, Weltmeister, Olympiasieger und mit dem Michaelis. Ja, ihre Linie, erste Linie. Die Linie muss performen, damit euer Team Erfolg hat. Du kannst dort ein Teil sein von dem. Und ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, wie ist es, mit dem Oscar zu spielen. Und er hat mir etwas sehr Spannendes gesagt. Er hat mir gesagt, schau, A, er gibt immer alles. Ja. B, er hat nicht das Gefühl, wenn er G-Better muss, immer einem Harry Pesonen oder einem Marc Michaelis spielen. Er ist frech, er probiert etwas mit der Scheibe. Er hat mir aber auch gesagt, wenn ich die Scheibe habe, dann hört er nicht auf zu spielen, sondern dann läuft er irgendwo her, wo ich die Scheibe wieder geben muss. Und er hat gesagt, mir macht das Spass, so zu spielen. Läuft das so in eurer Linie? Ja, es ist sicher so. Es ist von Anfang an, es ist auch nicht einfach gewesen, mit denen zu spielen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten so Hockey-Aufgaben, die ich hatte. Das ist eben der zweite Punkt, würde ich vielleicht nicht gerade so sagen. Wenn man mit ihnen spielt, dann sehe ich schon darauf, dass ich eher manchmal mit denen besser spiele. Ich sage mir so, ich bin wahrscheinlich Nummer 3 in dieser Linie momentan. Und das, dann ist halt so, dass man halt... ich bin manchmal frech, aber ich schaue sicher, dass ich einen guten Job für sie mache. Aber bekommst du die Scheibe auch wieder zurück von ihnen? Ja. Aber das ist sehr wahrscheinlich der Grund, dass sie auch gerne mit dir spielen, weil du forcierst es,
dass man dir halt die Scheibe manchmal schon muss geben. Ja. Und das ist sicher ein riesen Kompliment. Ja, jetzt bist du 20. In der Schweiz, Profi, Berufsabschluss. Ja, jetzt musst du dir irgendwie neue Ziele setzen. Was ist das Nächste? Puh. Das Nächste. Studieren. Ja, das vielleicht auch. Vielleicht muss ich irgendwann studieren für das. Aber mein Ziel ist sicher, ich will die Liga rocken. Ich will Stammspieler hier in dieser Liga sein. Und sicher auch einen Traum über den Übersee gehen. Dann zu spielen mit ganz guten. Aber ich glaube, ganz kurz Ziel, was ich will, ist jetzt der WM im Lettland. Und jetzt habe ich den Harry Svitolinč gefragt und wollte sagen, du, Oskar Slapinskis, was kommt dir in Sinn, Harris, wenn ich dir den Namen sage? Und er sagt mir Folgendes. Ich habe Oskar Slapinskis letztes Jahr zum ersten Mal kennengelernt. Ja, seine Stärken, er hat gute Technik, er ist sehr schnell und er hat sehr positive Ausstrahlung. Jedes Mal, wenn ich habe ihn vor dem Training getroffen, er hat mich in eine gute Laune gebracht. Und er war wie ein Energizer für das Mannschaft. Darum habe ich ihn auch zum WM mitgenommen. Leider, er war nicht an der Spielerliste, aber er ist immer noch jung. Und er hat alles vor ihm. Was muss er verbessern? Er ist jung, er muss alles verbessern. Er ist nur am Anfang seiner großen Profikarriere. Am meisten, was fehlt, sind Entscheidungen. Entscheidungen mit Passentscheidungen, Schussentscheidungen vor dem Tor, Situation, auch defensive Entscheidungen, positionelle Entscheidungen. Wow, der muss noch allem arbeiten. Ja, das ist schon noch viel, aber ja, als Junge muss man das machen. Und kommen da gerne neue Garde, aber jeden Tag arbeiten. Und das ist ja so, halt als Junge. AWM, du hast gesagt, das ist das nächste Ziel. Du bist ja schon gewesen, aber du hast noch nicht gespielt. Ja. Was war das für ein Erlebnis gewesen, mit der Nationalmannschaft an der WM zu sein? Das war sicher ein grosser Schritt gewesen in meiner Karriere, dann, weil ich ja U18 AWM habe ich bis dann nicht gespielt und 20 AWM habe ich nie gespielt. Und ich hatte nicht so gute Anfangssaison letztes Jahr gehabt, und dann jetzt irgendwie ein ganz schwieriges Jahr gewesen letztes Jahr. Und dann habe ich die Chance bekommen und habe mich probiert, auch nicht irgendwie ein grosses Ziel gesetzt. Ich habe einfach dann gesagt, ich schaue Tag für Tag, ich genieße das hier. Und es waren 2 Monate gewesen, und nach Woche bin ich mehr eingesetzt worden. Mir ist alles gut gegangen. Und ja, das war eine riesige Erfahrung gewesen, auch mit NHL-Spielern dort rüber zu gehen. Aber halt am Schluss hat es ein bisschen gefällt. Ja. Aber jetzt hast du im November schon können spielen, ja. Nationalmannschaft, jetzt gehst du wieder. Also er gibt dir offenbar ähnlich, wie man es hier macht. Er gibt dir jetzt die Gelegenheit zu zeigen, dass du parat bist. Und es ist sicher so, dass es ja jetzt auch passieren könnte, dass du im lettischen Nationaldress auf die Schweiz triffst. Und vielleicht auch gegen die Schweiz etwas Spielentscheidendes kannst beitragen. Und in der Schweiz sehen das manchmal nicht alle gleich gern. Ich habe mal mit dem Lars Weibel geredet, dem Chef der Nationalmannschaft, und er sagt Folgendes. Ja, der Fakt, dass junge Spieler den Weg über die Schweiz suchen, vor allem aus dem Osten, sehen wir an vielen Beispielen von Österreich, Lettland, Slowakei etc., ist aus Sicht der Nationalmannschaft wie auch bei den Profis klar. Nicht gut, kein Vorteil, im Gegenteil. Wir geben ihnen Plattformen, wir geben ihnen Erfahrungen und bilden sie aus. Und sie können es dann nachher auf Stufe U-Nationalmannschaft oder A-Nationalmannschaft halt an den richtigen Turnier gegen die Schweiz anwenden. Insofern aus Sicht der Nationalmannschaft sicher nicht positiv. Voilà, es gibt auch kritische Stimmen über den Weg, den du gegangen bist. Ja, es ist halt schon, man hat halt verschiedene Meinungen. Andere sagen, das ist gut, andere sagen, das ist nicht gut. Also ich habe mir probiert, ich habe am Anfang an gewusst, dass es nicht einfach wird sein, hierher zu kommen. Du bist halt nicht, du hast nicht die gleiche Mentalität wie Leute hier. Du bist ein Lett und andere sind Schweizer. Aber darum habe ich auch am Anfang probiert, mir so gut wie möglich integrieren.
Es hat Regeln gegeben. Aber die 5 Jahre mit Schweizer Lizenz habe ich durchgemacht. Ich musste viel mehr verzichten. Ich konnte nicht können, eben, daheim sein. Ich konnte nicht können, bis von 14 bis 20 mit meinen Kollegen denen zu treffen. Oder mit meinen Eltern, Grosseltern, Leute, Kultur kennenlernen. Und ich habe viel verzichtet. Von dem her, ja, das ist halt andere Meinung. Jetzt bist du schon recht lange in der Schweiz. Du bist ein Lett, aber bist schon recht lange in der Schweiz. Was ist denn schon Schweizerisch an dir? Ich glaube, Emmentaler. Ja, es ist. Ich probiere immer mir ein bisschen etwas herbeibringen. Jetzt, letzte Woche, habe ich mir alle Kantone aufzählen, aber ich habe es nicht geschafft. Und was ist denn vor allem noch Lettisch an dir? Wahrscheinlich Mentalität. Was ist lettische Mentalität? Was ist das? Ja, es ist, ist schwierig zu erklären. Ich glaube, wir sind ein kleines Land. Wir haben sicher, wenn man unsere Geschichte anschaut, wir haben viel müssen für andere Blöcke streben. Und wir sind immer als Nummer 2 und das haben wir nicht gern gehabt. Und wir sagen, wenn wir etwas sehen, dann wollen wir es. Dann wollen wir es unbedingt. Ist es beruflich, ist es Liebe vielleicht oder ist es was auch immer heutzutage, aber man gibt es nie auf. Spürst du manchmal unter Spieler, spürst du nie? Ich meine, ich habe gute Leute da, also Garderobe, ich meine, Spieler sind super zu mir. Also ich spüre hier in der Garderobe, habe ich bis jetzt nie das Gefühl gehabt, dass Leute sagen, du weißt, du bist ein Lett. Also manchmal machen sie auch Spass. Aber hier, auch im Langnau, ja, nie so ein Problem gehabt. Viele Gegnerteams haben wir nicht gerne gehabt. Aber das ist schon gut gespielt, hast, oder? Vielleicht. Ja. Ja, aber es ist ein schöner Weg. Integriert, Profi geworden, Nationalspieler geworden, Berufsbildung abgeschlossen. Deutsch gelernt, wow, Chapeau, das ist ein riesen Weg, wo du wirklich viel erreicht hast. Und es ist klar, dass wir dir jetzt alles Gute wünschen auf deinem weiteren Weg, hier in Langnau. Und logisch auch als lettischer Nationalspieler. Aber jetzt machen wir noch einen Deal zusammen. No, das ist was du lässt. Du versprichst mir hier, dass du als in der Schweiz ausgebildeter Profi-Hockeyspieler im lettischen Nationaldress nie gegen die Schweizer Spiel entscheidest. Deal oder No Deal? Ich glaube, das ist schon noch klar. Das ist für mich ein No Deal. No also, Deal? Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Das kann man gar nicht überlegen. Nein, das spielen wir ein faire Match Lettland-Schweiz. Ja. Perfekt. Langnau im Emmital. 673 Meter über Meer, rund 9'000 Einwohner. Seit über 5 Jahren sein Zuhause. Aber eben, es ist nicht seine Heimat. Die vermisst er immer noch. Leute, Essen, ist es Wald oder ich weiß doch nicht, daheim. Ich kann es nicht so in einem Wort beschreiben, was genau. Aber hier ist auch schön. Und ich habe mich selber eigentlich Ziel gesetzt. Darum bin ich auch hier und irgendwie so die Zeit hier. Ich fühle mich wie daheim da. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich würde schon lieber eine grosse Stadt, aber es hat keine grosse Stadt und es ist immer nur dort los, das los, das. Es ist nie Ruhe. Ich fühle mich einfach wohl da. Ich finde es super schön. Aussicht ist schön. Ich glaube, in der Welt gibt es sonst nie eine solche Alpen. Lettland ist alles flach. Aber manchmal habe ich flach lieber, da siehst du alles. Also hier weisst du halt nie, was hinter den Bergen ist. Ich bin aufgewachsen auf einem, so einem kleinen Bauernhof. Und wir haben auch Wälder und so. Und ich habe 2 Hunde. Sie machen viel Scheiß, sie sind nicht so ruhig. Es hat schon ein paar Mal gegeben, dass sie irgendwie 2 Tage weg waren. Sie im Winter, aber ja, die kommen immer heim. Aber sie liebe. Und dann noch. Wo bin ich aufgewachsen? Das ist eigentlich ein Haus, wo ich bin aufgewachsen, genau. Ja, noch der beste Kollege einer von denen. Der schafft, der ist auch etwas älter. Aber früher haben wir viel Scheiße im Wald gemacht. Und wir haben
immer so Häuschen im Wald gebaut wir haben so Motocross gefahren. Da ist meine Schwester am Heiraten, wenn ich und mein Bruder. Alle sagen immer, dass wir sehr gleich aussehen. Bruder ist 7 Jahre älter und Schwester ist 8 Jahre älter. Schwester hat früher einen Freieiskunstlauf gemacht. Und dann Bruder hat Bruder Fußball gemacht. Aber ganz am Anfang hat er auch unbedingt, dass er Hockey spielt. Aber er ist, glaube ich, ein, zwei Mal trainiert, er ist richtig gut Grenzen gekommen. Und darum hat er dann Fußball gespielt und nicht mehr Hockey. Der Roski hat selber mit 7 angefangen, Eishockey zu spielen. Schnell ist er gut geworden. Seine Eltern haben ihn immer unterstützt. Die ist meine erste Hockeyschule. Ich weiß nicht, ob das U10 oder U9 ist. Ich glaube, da sind wir eben lettischer Meister. So. Einzig mit der Kappe, gell? Schau, dass sie nicht krank werden. Schau immer drüber. Und das war mein erster Trainer. Ich hatte ihn immer mega gerne, aber alle anderen nicht. Er war ein strenger Trainer. Vielleicht hat der Oski strenge Trainer gern, weil sie ihn am meisten fordern und weiterbringen. Auf seinem Weg, Spitzenhockeyspieler zu werden. Der Oski hat seit ein paar Wochen eine eigene Wohnung. Noch ist nicht alles eingerichtet. Obwohl er das Leben in Junioren-WG früher gern hatte, freut er sich jetzt, seine eigenen vier Wände zu haben. Jetzt bist du allein. Jetzt kannst du schauen, das, was du aufräumst, das wird aufgeräumt. Du musst nicht, dass einer noch kommt in die Küche und kocht noch etwas in den Laden legen. Wenn du nicht aufräumst, dann bist du halt selber schuld. In der Wohnung braucht der Oski nicht viel, um zufrieden zu sein. Tablar müssen noch an die Wand, ein paar Bilder wird er aufhängen und etwas darf nicht fehlen. Ich will unbedingt Plattenspieler. Plattenspieler, sagt man. Das wette. Das ist sehr geil. Ich finde einfach geil, wie das ganze Prozess, Platten drauf tun, dann die Musik hören dort. Ja, das ist eine kleine Sache. Mit seiner Familie in Lettland ist er natürlich viel im Kontakt, auch wenn sie sich nur etwa 5-mal im Jahr sehen. Heute hat er mit seiner Schwester und seinem Bruder abgemacht. Ciao. Die beiden älteren Geschwister die sind stolz auf das, was der Oski schon geschafft hat. Und erzählen, wie sich ihre Beziehung verändert hat, seit der Oskars weg ist. We talked some time ago that we got closer when he went abroad because we are calling each other every evening. I was quite surprised because normally when someone goes to like a different country, for them it's quite hard. But Oskar was quite established because he wasn't scared like to live alone or with someone, and our parents wasn't really about as well scared that he's like alone in different country. Maybe mom. Yeah, maybe a little bit, but I would say, but not that much because she knows that Oscar is quite smart and he will not do like anything. Yeah, it's really nice to hear those things from them, and yeah. Gut, dass alle gesund sind und dass bei denen alles gut läuft. Okay, bye. Für mich ist diese Familie, ich meine hier auch, ich meine, auch bei den Junioren haben sie gemerkt, ich bin so viel dort. Ich, blöd gesagt, ich lebe fast dort. Ich habe Familie nicht da, darum ist dort meine Familie. Ich träume, vielleicht wenn ich 40 bin und kann zurück auf Lettland kehren. Schöne Haus haben, mit Hund, Frau, Leben genießen. Ja, das träume ich. Und sicher Hockey. Ja, das darf man nicht vergessen. Der Oskar Slapinskis. So zielstrebig wie er ist, könnte aus seinem Traum gut auch einmal Realität werden.